Juten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Und zwar aus gegebenem Anlass, weil Moonlight hat ein Fohlen bekommen. Und zwar dieses Prachtkerlchen hier. So, was hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5 mal very good, allerdings auch 3 mal average. Aber trotzdem, finde ich klasse. Ist kein Kerlchen, ist ein Weibchen. Ist ein Mädel. Ja, wie gesagt, very good ist gut. Average ist nicht so gut, logisch. So, dann werden wir sie mal testen. Die kleine Maus. Ich weiß, das ist alles unnötig, aber sieht halt besser aus auf dem Fragebogen. So, ein großes E, ein großes G, der Rest klein. Und ansonsten nichts Besonderes, ein GP von 5,28. Ja, das Achievement haben wir eben halt gesehen, ne? Oh, Versorgung brauche ich es nicht, trainieren tun was. So. Sehr schön. Irgendwas wollte ich noch? Ach ja. Da war ja noch was. Ich habe noch so viel unbenannte Fohlen. So, haben wir sie erstmal alle schön versorgt. Quatsch, da wollte ich hin. Und zwar hat es ein bisschen Änderungen gegeben. Erstmal, ich habe mir Oreo gekauft. Oreo ist ein Oldenburger Hengst, ein sehr schöner Hengst. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Und dann habe ich meine zwei Stuten. Wo haben wir sie denn? Hier, Patricia. Und Veronika. Beide von ihm decken lassen. Nun bin ich ja gespannt, ob sie dann noch annehmen. Und weil wir gerade beim Thema Annehmen sind, habe ich White Lady und auch Silver Moon nochmal mit Tantur decken lassen. Mal sehen, was da rauskommt. Vielleicht ein besseres Ergebnis als beim letzten Mal. Es wird bei beiden, wenn ich das richtig gesehen habe, also hier ist es schon mal ein Hengst und ich glaube bei White Lady wird es auch ein Hengst, genau. Der kommt in 8 Tagen und bei ihr sind es dann 10 Tage. Ja, dann habe ich Eclipse gekauft und Eclipse habe ich mit Hotte Hü gedeckt und da kommt in 5 Tagen eine Stute und ich hoffe, dass er wirklich das Beste von beiden in sich vereint. Wie ihr seht hier, Mokka, dat Fohlen und Cookie sind auf dem Markt zum Verkauf, weil, wie gesagt, ich habe mit Eclipse eine richtig gute Stute. Vielleicht kommt jetzt auch noch eine richtig gute Stute dazu. Müssen wir mal sehen. Und das wäre einfach viel zu viel. Ich brauche den Platz. Und ja, dann hoffe ich, dass ich sie loswerde und dass ich sie nicht auf den Gnadenhof schicken muss, wie die anderen alle. So. Dann haben wir ein Fohlen bekommen gehabt. Dieses hier. Von Tantu und Silver Moon. Vom Achievement her. Einmal very good, der Rest gut. Hat auch schon Star-Prädikat, ist also sehr schick. Was ich jetzt noch suche, ist
einen dunklen Hengst, der also praktisch auch dunkel bleibt, das meine ich damit. Also der hier kein G hat. Mal sehen, was wir da so noch finden. Wer einen im Angebot hat, bitte melden. So, bei unseren Brabantern sieht das so aus. Moonland hat ihr Fohlen ja bekommen. Damit haben wir jetzt einen Schwar noch einen schwarzen Brabanter. Und dann haben wir, na, wo sind denn? Da haben wir immer noch dieses Fohlen. Und dann hat Emi, wurde nochmal gedeckt, und zwar mit Lord Berkut. Den gucken wir uns jetzt mal in einem neuen Fenster an. Das ist dieser schöne Mann. Hoppla. Das ist dieser schöne Mann. Und der hat 1, 2, 3, 4, 5 mal very good. Zwar einmal below average und einmal average, aber da, ich hoffe ja, dass diese 5 mal very good übernommen werden. Ja, und da kommt in 8 Tagen eine Stute raus. So, bei den Akaltheken haben wir in der Zwischenzeit ein bisschen aufgeräumt. Ich weiß nicht, ob da schon, ob ich das beim letzten Mal schon hatte. Jedenfalls habe ich einige weggegeben und ja, behalten werde ich erstmal Gin, Lady Samira und Lotti Karotti, bis sie ausgewachsen sind. Da gucke ich mir an, wie die Färbung dann so aussieht, wenn es richtige ausgewachsene Pferde sind. Und werde dann wahrscheinlich aber auch nochmal aussortieren. Und habe bis jetzt auch noch nicht weiter mit denen gedeckt. Das kommt dann später mal. Mal gucken. Ja. Das war's jetzt erstmal so. Wie gesagt, wenn da sich was Neues tut, dann kommt natürlich wieder ein Video. Ansonsten, wie gesagt, einen dunklen Kamak-Hengst würde ich sofort nehmen. Obwohl, die Stute würde ich zur Not auch nehmen, also ist es nicht. Ich habe zwar zwei wunderschöne Stuten, aber ich möchte eben halt wirklich ein dunkles Exemplar haben, was also nicht nachgraut. Und ja, bin da eben halt auch bereit, einen guten Preis zu zahlen. Wenn ihr also da was habt, schreibt es mir entweder in die Kommentare oder macht mir ein Privattrade-Angebot und dann werde ich ja sehen, ob ich es annehme oder nicht. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hightower.